Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Telltales The Expanse. Wir haben hier ernsthafte Probleme, wir müssen hier weg. Oh Gott. Der muss sich hier nicht erwischen lassen. A long way from Ciri Station, Kamina Drummer. You've heard of me? I've heard of your work and your bounty. But if I'm speaking to you, what happened to Garrison Cox? He attempted to double his profits. As a result, I am now captain. Not surprising. There's no loyalty among scavengers. Not that the OPA is any better. You must really enjoy the company of the... Nein, ich war zu langsam. Scheiße, ich hätte nochmal abwarten sollen. Boah, was nochmal alles? Was eine fiese Scheiße. Sabaka. I doubt they will all be so easy to kill. Virgil, if I respond, will they be able to trace the signal? No, it will only confirm you are in broadcast range. But they seem pretty sure of that already. Put me through. Captain Zapata, this is Kamina Drummer of the Artemis. I don't want to fight you, but keep sending your crew after me, and I'll be forced to keep killing them. A long way from Ciri Station, Kamina Drummer. You've heard of me? I've heard of your work and your bounty. But if I'm speaking to you, what happened to Garrison Cox? He attempted to double his profits. As a result, I am now captain. Not surprising. There's no loyalty among scavengers. Oh my God! Not that the OPA is any better. You must really enjoy the company of miscreants. Du Scheiße, Digga. Das war richtig knapp. Christ. Uah, Alter, hab ich mich erschrocken, Junge. Ich hab daneben geschossen. Oh. Alter, ich hab mich gerade so erschrocken. This one looks like an inner. Guess Toussaint and I have one thing in common. Keeping a crew of belters and inners from killing each other. Yuri Motek, first gunner. Lucky he missed me.
You can always retrieve Toussaint. Protect the rest of your crew. Your reputation is well earned, Captain Drummer. Daniel and Yuri were... they were two of my best. But their needless deaths do not change. Enough. I've had a very long week in a crash couch because of you. Either fall back or keep sending your men to die. Those are your options. Missionsprotokoll. Kann man doch nicht rein, oder? Wow, das ist knapp. Oh, tot. Aber die können durch das ganze Schiff mich totschießen. Alles klar, ja. Ich glaube, man kann da nicht rein, oder? You can always retreat, Toussaint. Protect the rest of your crew. Your reputation is well earned, Captain Drummer. Daniel and Yuri were... they were two of my best. But their needless deaths do not change. Enough. I've had a very long week in a crash couch because of you. Either fall back or keep sending your men to die. Those are your options. Keine Ahnung, ob da was drin ist. Ich glaube nicht. Please tell me this thing has ammo. I'm on my way. No! Everyone, stay back! What's happening? Why are the pirates pulling away? There are always more options, Captain. I'll have the coordinates. Even if I have to comb through rubble to find them. Goodbye. You're bluffing. Hello? Toussaint! Come on. Gotta be some ammo left. PDC delivery. Sabaka! Are you crazy? You could get killed. So could you. Now step back and let me do my job. I don't know what the fuck you two are doing, but I'm approaching your location on control thrusters for whenever we shove off. Glad you're back at your post. What are you waiting for? We only get one shot before they know our position. Das ist schlicht. There! Miese Scheiße. Thank you.
nicht gut. Holy shit, Digga. Con, now! Are they shooting? Are we locked? I believe celebrations are in order. Na, der Toussaint haben wir auf jeden Fall gut an den Rennen gewirkt. Coordinates are set for the MK Core. Time to see what all the fucking fuss is about. With the fuel you found, we should have no problem getting there and back to Ganymede at least. And how is the new prosthetic? It'll do. Get some rest, Captain. No telling what we'll find at those coordinates. Ich mag die Kahn. Die ist super. Temperaturenanzeige. Das ist das, was wir gescannt haben, ne? Können wir uns hier frei bewegen, oder? Ja. Gucken wir uns erstmal um. It's been a rough week. I should check in with the crew and see how everyone's doing. Ja, kann ich jetzt hier rein? Ja, kann ich. Puh, Floater. Cox was even more unhinged than I imagined. Tägliche Versicherung. Du bist der Captain der Artemis im Rang und Titel, was dir eine ganze Menge furchterregende Macht gewährt. Du bist der Gebieter über Gerechtigkeit, Vermögen, Auszeichnungen und persönliche Anerkennungen. Geschätzt von deiner Crew, du bist kein Trockenfutterkopf mit Babypenis. Kann er dich nie nackt gesehen und kann dein Gemächt von daher nicht einschätzen. Welches tatsächlich adäquat ist. Deine Crew respektiert und fürchtet dich, selbst Trummer. Khans Beleidigungen sind eine Form des Respekts. Ahnen und Rayan planen nicht, dich zu stürzen. Das Marsmädchen fühlt sich sexuell zu dir hingezogen. Und du hast entschieden, wegen deines Sinns für Disziplin keine Beziehung mit ihr einzugehen, was sehr bald mit großen Reichtümern golden wird. Du wirst sehr reich sein, die Zweifler werden weinen, du hast kein Trinkproblem. What the fuck? No, dann nehmen wir doch mal mit. Cox won't be coming out of his cell for a long time. Might as well give him some company. Ach, wir können ihn damit quasi besuchen. Okay. Die Artemis, unabhängige Schiff, Eigentümer Khan Tran, vermietet an Garrison Cox.
Traumas Protokoll, Karnes ist also die Eigentümerin der Artemis, nicht Cox. Kein Wunder, dass die Unterlagen lückenhaft sind. Karn liebt es zu fliegen, aber sie scheint nicht die Geduld für Papierkram zu haben. Karns Beziehung zu Cox ist nun nachvollziehbar. Cox toleriert keinerlei Respektlosigkeiten, aber er machte immer einen großen Bogen um Karn. Durch ihre Vereinbarung erhielt er ein solides Schiff und einen talentierten Piloten. Und Karn bekam jemanden, der sich um die langweilige Logistik kümmerte und sie das tun ließ, was sie am besten kann: fliegen und Leute beschimpfen. What are these? Decryption keys? Pushingwalla! I knew Cox was paranoid, but spying on his crew? Die Whimsy Enterprises Datenwürfel kommen voreingestellt mit biometrischen und alphanumerischen Entschlüsselungscodes. Bitte den individuellen Crewmitgliedern die folgenden Schlüssel zur Sicherung ihrer persönlichen Daten überreichen. The fuck, Alter. Oh, mehr haben wir auf der Etage hier nicht, ne? Dann zu der Crew. Da sind ja die Anzüge drin und so Zeug. Die Luftschleuse etc. Da ging es jetzt zu der Cafeteria, ja. Ah, Allen und Raven. Das ist sehr gut. True Belters take water, air and sleep wherever they can find them. Say anything else about these two, but they are True Belters. Ach lol, virtually ist er ja. Maya and Virgil learned a lot of Langbelta swear words in the past week. Khan seems to already know them all. Höfliches Oje, hallo, Oje Deng, auf Wiedersehen, Futter gut, bitte, Taki Taki, danke, Im Tanating, gern geschehen, Leute und Beziehungen, Belta Loda, Bewohner des Gürtels, Inya Loda, Bewohner der inneren Planeten, das sind dann Erde und Mars, Kobeng ist Freund, Bossmeng ist der Boss, das wissen wir auch alles. Sabaka, Hölle, verdammt, Verloter, schwebendes Objekt, auch sanfter Kraftausdruck. Kakakot. präsentiert von Tourismusbüro des Sears Station. Pascheng, scheiße, ich hab's gewusst, dass das scheiße heißt. Ovaler Arsch, Chamang, Schwanz, Krumm. Nakan, Kempensa, Idiot, Will Walla, Fan der Inneren. Pascheng, Fong, verpiss dich. Nicht schlecht. Ist irgendwas hier außer Virtual? Nada. Whatever Cox was saying about Virgil's past clearly upset him. I need to know what it was about. What's on your mind, Captain? I found some mushroom powder for you to cook with. Sporengeschmack, Trophäe bekommen. Sehr schön. Bursting with umami. Exceptional. Thank you, Captain. Cox said you were hiding something. Something that Belters wouldn't like. Cox is a habitual liar. First, he tried to murder you. Then he tried to deflect blame onto me. So there's nothing else you wish to share? Nothing you're hiding? No, Captain. No more than anyone else on this ship.
Ich weiß ja nicht. Will do, Captain. Da steckt bestimmt noch mehr dahinter. Schwierig. He just can't help himself. Das hatten wir ja auch schon, ne? The one thing I know about Virgil is that he's an excellent doctor. The rest is a mystery. All right. What is the good doctor hiding? Na, wetten, der erwischt uns dann. Virgil grew up on Luna, but he's not like some Innus. He actually thinks of Belters as people. Kapitel 6, Behandlung der Bürger des Asteroidengürtels. Der Asteroidengürtel verlangt seinen Bewohnern eine Menge ab, wenn ganze Generationen von Gürtlern ohne medizinische erhöhte Knochendichte bei niedriger Schwerkraft leben. Kann es dazu führen, dass ihre Schädel größer werden und sie allgemein an Größe gewinnen. Die Körper der Gürtler können hingegen den hohen Fliehkräften, denen sie beim Bereisen des Sonnensystems ausgesetzt werden, besser widerstehen. Ärzte im Gürtel müssen sich zahlreichen Herausforderungen stellen, erhalten aber auch einzigartige Einsichten bezüglich der Anpassungsfähigkeit des menschlichen Körpers. For an inner, he does make an excellent red kibble. Rotes Ganymed, Trockenfutter. Ganymed ist auch vorgekommen in der Serie. Eine füllende und nahrhafte Mahlzeit, die auch gut schmeckt. Diese Variante benutzt Mehl von Ganymed, aber die Leute, die außerhalb des Brotkorbs des Gürtels leben, können stattdessen Proteine oder Milchprodukte benutzen. 1,5 Tasse rote Bohnenpaste, 1/4 Tasse Mehl, 1 Teelöffel Kumin, 1,5 Teelöffel Knoblauchpulver, 1,5 Teelöffel Paprika, 1,5 Teelöffel Cayennepfeffer, Portionen 2. Mische in einer großen Schale die rote Bohnenpaste mit Mehl und Gewürzen, forme aus der Mischung 3 cm große Kugeln. Erhitze in einer Pfanne ein wenig Öl bei mittlerer Hitze, lege jeweils nur ein paar Kugeln auf einmal in die Pfanne und lasse sie kochen. Drehe sie hin und wieder, bis sie nach ca. 5 Minuten knusprig sind, gieße ab und serviere sofort. Auch nicht schlecht. Looks like Virgil has some anxiety from his past. Glad to see he is managing it. Datum Zeit 8. September 15.03 Uhr. Auslöser angedockt auf Luna für Vorräte. Symptome HR 138. Schwitzen, Kurzatmigkeit, angewandte Techniken, Meditation, schwaches Beruhigungsmittel am Abend. Datum Auslöser Albtraumation des Patienten, dessen Körper plötzlich festgefroren mit Eiskristallen bedeckt ist. Virgil hat auf jeden Fall Probleme. Scheint aber irgendwie klar zu kommen. Virgil's private computer. Must be something here. Was wetten wir, dass wir gleich erwischt würden? Encrypted. But I picked up a data cube hacker in that ship graveyard. Should tell me what Virgil is hiding. Passwort eingeben. Hopefully this data hacker I found still works. Du Scheiße. Bingo. Apparently there's a lot Virgil hasn't shared about his past. Like his time as a UNN soldier. Oh. Hier ist deine neue Identität. Anbei findest du einen Regierungsausweis, einen Reisepass, eine Geburtsurkunde und eine Unit-Karte. Die sollten sämtliche Dock- und Zollkontrollen bestehen. Pass einfach auf, dass du nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich ziehst, dann sollte alles gut laufen. Wenn du dein Gesicht ändern willst, kenne ich da einen Chirurgen auf Eros, der nicht zu viele Fragen stellt. Vorerst sollte das aber reichen, um Luna verlassen zu können. Wenn du noch nicht alles aus deinem alten Leben losgeworden bist, tue das jetzt, sei nicht sentimental. Wenn irgendwas eine Verbindung zu deiner Vergangenheit darstellt, wirf es in den Recycler. War mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Viel Glück da draußen, Thorsten. So Virgil's not even Virgil.
Virgil Whatever Marks. He's hiding, it was enough to make him change his entire identity. Ein witziger Name. Haftbefehl, alle Handlungsbevollmächtigten des Gesetzvollzugs, ich werde hiermit befohlen, folgende Person in Gewahrsam zu nehmen, Thorsten Meyer. Das ist ein alter Name gewesen. Und sie ohne Verzug wegen Anklage der folgenden Straftat vor das Gericht zu bringen. Fahnenflucht aus der Streitmacht in Anwendung von 10 UNN-Code. Oh mein Gott, der ist desertiert. Thorsten, das ist offiziell anbei, findest du eine Kopie des Haftbefehls. Da du meine letzten drei Nachrichten ignoriert hast, gehe ich davon aus, dass du nicht mehr an meinen Diensten interessiert bist. Ich bleibe bei dem, was ich zuvor gesagt habe. Du standest unter extremem Druck, was das Gericht sicher berücksichtigen würde. Aber ich kann dich nicht gegen eine Klage wegen Fahnenflucht verteidigen, wenn du immer noch auf der Flucht bist. Ich kann nur erneut empfehlen, dass du nach Luna zurückkehrst. Du bist ein brillanter Chirurg und dies muss deine Karriere nicht definieren. Bitte denke an deine Zukunft und melde dich zurück. Mit freundlichen Grüßen Miranda Sandoval, Chase Taylor und Sandoval, Rechtsanwälte. Not only did Virgil hide his UNN service and his real name, he's also wanted by his own government for desertion. I should try to get more information from him. Thorsten Meyer. Finde die Wahrheit über Virgils Vergangenheit heraus. Trophäe. Wetten jetzt erwischt er uns. Na doch nicht. Say what you will about Virgil, but he takes his job as ship's medic very seriously. Bluthochdruck. 60 Jahre ist der Koks alt. Na, so viel dazu. Gott, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Wolke bei YouTube. Tschüss.